Ja, Frau Ministerin, es ist natürlich schon erschütternd, mit welcher Arroganz Sie sich hier hinsetzen und so tun, als würden hier Millionen Menschen in Deutschland, die nicht Ihrer politischen Meinung sind, etwa Antidemokraten sein. Sie stehen vor den Trümmern Ihrer Politik, die dazu geführt hat, dass diese sogenannte Ampel jetzt noch bei 30% liegt. Sie starten jetzt Diffamierungskampagnen, unter anderem gegen uns, die wir nie etwas anderes zum Beispiel gesagt haben, als dass wir kriminelle Ausländer abschieben wollen und dass wir die nicht hier Bleibeberechtigten auch abschieben wollen, genau wie das die SPD auch gesagt hat zum Beispiel. Aber sie tun auch noch etwas anderes. Sie äußern sich zum Beispiel nicht. Und das finde ich besonders schäbig. Frau Gambia hat gerade von der Verrohung von Debatten gesprochen. Wenn ein führendes Mitglied Ihrer Regierung eine Oppositionspartei, ich zitiere wörtlich, als Haufen Scheiße bezeichnet und darüber hinaus die Wähler dieser... Herr Reichert, bitte die Frage dazu jetzt zum Thema. Als wie bitte? Frage. Sie sollten eine Frage stellen. Ich werde doch hier wohl noch eine Frage stellen dürfen, wenn hier die ganze Zeit von Bekämpfung von Demokratiefeindlichkeit und hier eben auch von Verrohung von Debatten gesprochen worden ist. Und ich sage es jetzt noch mal: Wie stellen Sie sich vor dem Hintergrund Ihres angeblich demokratischen Impetus und der Frage der Verrohung von Debatten zu der Aussage einer führenden Regierungsvertreterin, dass eine Oppositionspartei ein Haufen Scheiße ist und deren Wähler mit Schmeißfliegen gleichsetzt? Ist das die Art und Weise, wie Ihre Regierung Demokratie verteidigt? Ist das die Art und Weise, wie diese sogenannte Ampel Demokratie in Deutschland schützen und stärken will? Das ist meine Frage. So. So, wir kommen, weil die AfD genannt worden ist. Wir kommen jetzt. So, ich rede jetzt und wir kommen jetzt zur Beantwortung der Fragen, sofern sie beantwortbar sind. Bitte sehr, Frau Ministerin. Mir ist nicht bekannt, dass ein Mitglied der Bundesregierung eine solche Äußerung getätigt hat. Ansonsten ist es so, dass aber natürlich. Ich sitze hier als Bundesregierung, ich bin hier als Ministerin und als solche ist es natürlich so, dass mir völlig bewusst ist, dass auch die Aufgabe ist der Bundesregierung hier das Neutralitätsgebot zu wahren. Und als solches bin ich eben aber auch sicher, dass kein Mitglied der Bundesregierung dagegen verstoßen hat. So, mir ist eine entsprechende Äußerung von einem Mitglied der Bundesregierung nicht bekannt. So, ansonsten ist es aber natürlich so, dass wir alle mit Besorgnis wahrnehmen.